Hallo und herzlich willkommen zu dieser Duologie. Warum bin ich jetzt hier mit Facecam sichtbar? Ganz einfach. Die Duologie habe ich in der L aufgenommen. Und zwar in dem Laden bei uns, wo ich im Prinzip jede Woche bin, um halt mit Freunden zu spielen. Und wir haben das Deckprofil da aufgenommen. Haben aber vergessen, eine ordentliche Einleitung zu machen. Das wird man jetzt dann gleich sehen, wenn das Profil losgeht. Und deswegen wollte ich das jetzt so hier machen. Und eben, ja, nochmal meine Fresse in die Kamera halten, um halt nochmal die Person dahinter zu zeigen, von der man jetzt dann gleich nur die Hände und eventuell diesen weißen Pulli hier sehen wird. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns so halb gleich im Deckprofil. Bis dann. Also, dann kommen wir zu meinem BA Phantom Knight Deck. Wir fangen an mit dem BA-Teil. Wir haben den einen Gruff, der erlaubt ist. Wie alle BA specialt er sich von der Hand und kann halt, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, ein BA aus dem Deck holen. Die zwei Seer, die erlaubt sind, sie specialen einen BA vom Grave. Drei Skarm, um einen BA oder den Tourguide zu suchen. Zwei Farfer, um gegnerische Viecher zu banishen. Libic, weil wir hier sehr viele Monster im Deck spielen, die keine BAs sind. Und das Problem fixt halt Libic, indem man was von der Hand specialt, was dann keinen Effekt hat. Den einen Barbar für den letzten Damage, weil ich festgestellt habe, dass man sehr gut auf 7500 Attacke in einem Zug kommt. Und Barbar macht dann die letzten 600, die den Gegner finishen. Dann der eine Tourguide, der noch erlaubt ist. Beste Karte, beste Normal Summon, die man eigentlich hat. Und dann noch Doppel Reno. Ganz einfach, wenn er liegt, könnten deine BAs nicht mehr durch Karteneffekt zerstört werden, auch nicht durch ihren eigenen. Und wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kann man irgendeinen BA vom Deck direkt millen. Damit ist das dann also die BA-Engine. So klein gehalten, wie es irgendwo Sinn ergibt. Und ist eigentlich auch hauptsächlich nur drin, weil Beatrice raus ist, die einfach nur broken ist. Dann kommen wir zu den Phantom Knights. Dreimal Silent Boots. Man kann ihn dazu specialen, wenn man schon einen kontrolliert, das sei es das Xyz-Monster oder eines der anderen Monster. Man kann ihn banishen, um eine Spell oder Trap zu suchen. Dann dreimal Ancient Cloak. Er kann sich selber in Death drehen, um dann einem Dark Monster bis zum Ende des nächsten gegnerischen Zuges 800 Attack zu geben. Benutzt man normalerweise nur, wenn er das einzige Monster auf der Hand ist, man ihn normeln muss, um ihn dann halt in Death zu drehen, damit man halt nicht den Schaden des Jahrhunderts kassiert, weil ein 800er Beatstick liegt. Und ja, man kann ihn außerdem banishen, um eins der beiden anderen Phantom Knight Viecher rauszusuchen. Der dritte im Bunde ist dann Rage Gloves. Wenn man mit ihm ein Finsternismonster ruft, kriegt das 1000 Attack. Man muss nur aufpassen, der Effekt ist mandatory, also sprich, er wird das erste Mal aktiviert, wo es funktioniert. Das erste Mal, dass man ein Finsternis-Monster in einem Zug ruft, kriegt das die 1000 Attack. Und das ist once per turn. Also sprich, man ruft damit ein Break-Sword, nutzt seinen Effekt, schießt es, holt sich das nächste Finsternis-Monster, das kriegt den Buff nicht. Kann man nichts machen. Man kann ihn außerdem banishen, um eine Phantom Knight-Karte zu millen, gezielt. Wohlgemerkt, hier gilt jetzt Karte, nicht unbedingt Monster. Damit dann also 8 Phantom Knights. Einfach der dritte Rage Gloves ist zugunsten von einem Monster geflogen, auf das wir jetzt dann noch kommen. Ja, außerdem bricken die Dinger, wenn man zu viele davon auf der Hand hat. Man will halt immer eine Combo aus einem von diesen 5 und dem hier haben, damit man eben direkt auf den Dante kommt. Dann die kleine Speedroid Engine. Dreimal Terror Top. Wenn man keine Monster kontrolliert, kann man ihn specialen und noch einen Speedroid raussuchen. Das ist dann der Dude hier. Wenn man ein Windmonster hat, kann man ihn specialen. Also sprich, wenn man Terror Top hat, specialt man ihn und hat damit den ersten Dante, ohne genormelt zu haben in diesem Zug. Dann als letztes, als Monster in Anführungszeichen, Doppel-Maxi. Ganz einfach, das Deck hier wurde gebaut, um Second zu gehen. Und Maxi ist einfach so die beste Handtrap, die man heute bekommen kann.
um halt dafür zu sorgen, dass der Gegner ja quasi mit seinem Zug aufhört, bevor er richtig angefangen hat. Dann kommen wir schon zu den Spells. Da spiele ich das wenigste, was überhaupt geht, also nur die wenigsten Spells, was überhaupt geht. Einfach nur drei Twin Twister, weil es die beste Karte ist, um Backroad zu removen in einem Deck, in dem man so gut wie, in dem man alle Monster, die man hat, eigentlich abschmeißen möchte. Man will sämtliche Phantom Knights und sämtliche BAs abschmeißen, was halt irgendwie 20 Targets oder so macht, die man abschmeißen möchte. Und dann einfach noch ein Dark Hole, ein Raigeki. Wieder, das Deck ist gebaut, um Second zu gehen, und damit räumt man halt das gegnerische Board leer. Und fängt an, ihn zu töten. Dann Traps. Dreimal das Fogblade. Es ist durch den Silent Boots raussuchbar. Es ist eine Fiendish Chain mit dem Nebeneffekt, dass das Monster, was ausgerüstet ist, auch nicht mehr angegriffen werden kann. Fiendish Chain sagt ja nur, die Effekte werden annulliert und das Monster kann nicht angreifen. Fogblade sagt auch, das Monster selber kann nicht mehr angegriffen werden. Also was man auch machen kann, ist, wenn man das First Turn hat, man hat eben nur den, setzt das Fogblade, aktiviert seinen Effekt, tritt ihn in Death. Nächste Runde, der Gegner baut sein ganzes Board auf, was weiß ich was, greift an und flippt das Fogblade, targetet seinen eigenen Ancient Cloak und oder irgendein eigenes Monster, das kann auch ein Dante sein, was weiß ich, und das kann dann nicht mehr angegriffen werden, also sprich, der Gegner kann gar nicht angreifen, Battleface vorbei, GG. Dann haben wir einmal die Flügel der Phantomritter, einfach nur um einen weiteren Namen im Friedhof zu haben, weil der zweite Effekt von den beiden Fallen ist halt genau der gleiche. Man kann sie beide vom Friedhof banishen, um einen Phantom Knight zu specialen vom Grave. Der wird dann aber gebanished, wenn er das Feld verlässt. Und diese Effekte sind once per turn. Deswegen, wenn man die Flügel hat, hat man im Prinzip eben eine zweite Spezialbeschwörung vom Friedhof. Dafür ist es eigentlich da. Der Effekt als Falle sagt einfach, man wählt ein Monster, es wird um 500 Attack gebufft und kann in dem Zuge, in dem die Flügel aktiviert wurden, das erste Mal nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. Diese 500 Attack-Buffs sind permanent. Und dann als letzte Fallen einmal die Warning. Einfach, ja, weil es halt die beste Falle eigentlich ist. Es ist die Falle, die am meisten negieren kann. Und ja, und dann noch, um das Ganze abzurunden, dreimal Strike, um Paddle-Beschwörung zu annullieren, Monster-Effekte zu annullieren. Ich habe einfach schon so viele Auto-Wins gegen Draco Pearls kassiert, die mir Independence haben für 3 oder 4 eine Notice reingejagt wurde, und dann ist halt einfach GG. Und ja, diese Karte ist einfach nur viel zu gut und muss unbedingt auf die nächste Bannliste. Dann kommen wir zum Extra-Deck. Eigentlich auch relativ einfach. Wir spielen 3 Dante. Und ja, einer davon ist Spanisch. Und ja, einfach, wenn man Pure Phantom Knight spielt, spielt man nur 2-mal, weil Dantes Effekt sagt ja, wenn er zerstört wird, kann man einen BA-Viech zurück auf die Hand nehmen. Wenn man rein Phantom Knight spielt, wie gesagt, spielt man nur 2, einfach mit der Begründung, man hat einen im Grave, man macht den anderen, er wird zerstört, man targetet den ersten Dante, ballert ihn wieder ins Extra-Deck zurück, kann ihn wieder machen und recycelt sich die beiden so endlos. Wenn man beide gleichzeitig hat, beide werden geschossen, können die sich gegenseitig targeten und kommen beide wieder ins Extra-Deck zurück. Aber da man hier mit BA spielt, spielt man 3, weil man hier andere Karten wieder zurücknehmen will. Seinen Seer, seinen Graph, irgendwas. Es gibt hier einfach so viele Targets, die man wieder zurücknehmen will. Allein mit Seer lässt sich einfach ewig lange grinden, weil Seer immer wieder den Dante zurückholt, der den Seer zurückholt, der den Dante zurückholt, der den Seer zurückholt. Damit lässt sich einfach für Jahrhunderte grinden. Und ja, damit kann dieses Deck auch sehr gut stallen, bis es dann zum großen Push ansetzt. Dann, Most OP Monster aus Gold Series, Beatrice, Lady of the Eternal. Man beschwört sie, indem man ein BA-Viech abwirft und sie dann auf einen Dante drauflegt. Sie sagt, sie kann einmal pro Spielzug als Schnelleffekt ein Monster millen. Also sprich, der Gegner macht eine Exis-Beschwörung, sagen wir einen Castle, um die Beatrice zu removen. Man aktiviert ihren Effekt, schmeißt einen Farfer in den Grave, das Monster ist gebanished.
kommt ohne Material in seinem, an seinem, am Ende seines Zuges wieder, GG. Es ist einfach nur viel zu gut. Wenn der Gegner sie nicht losbekommt oder man sie einfach nur so ruft, dann legt man sich halt in der Endphase noch einen Skarm in den Friedhof, beziehungsweise nicht in dem Zug, in dem man sie gerufen hat. Wenn man sie nämlich ruft, indem man eben einen BA abschmeißt und sie auf den Dante drauflegt, kann man in dem Zug ihren Mill-Effekt nicht mehr aktivieren. Aber ansonsten halt, der Gegner macht nichts im kriegerischen Zug, legt man sich noch einen Skarm weg, sucht sich, man legt sich halt einen Skarm weg, sucht sich für die nächste Runde den Tourguide und macht einfach immer weiter. Wichtig ist halt, das Ding ist kein BA. Muss man halt ein bisschen aufpassen, also, ja. Wenn sie übrigens stirbt, wird es noch lustiger. Dann kann sie nämlich ein Burning Abyss Monster vom Extra-Deck beschwören, ungeachtet der Beschwörungsbedingungen. Das heißt, sie kann entweder den Kollegen holen, was relativ witzlos ist, oder eben auch, deswegen spiele ich auch beide, die Fusion und das Synchro. Virgil sollte den meisten noch was sagen, weil der auch früher schon immer gespielt wurde. Man kann ein BA abschmeißen, um ein Monster vom Gegner ins Deck zurückzumischen. Das targetet leider. Was heißt leider, wenn es nicht targeten würde, wäre die Karte so broken, dass alles zu spät wäre. Wenn sie durch Effekte zerstört wird, darf man eine ziehen. Und Dante Pilger sagt, man kann einmal pro Zug als Schnelleffekt ein BA-Monster abschmeißen, um eine Karte zu ziehen. Außerdem kann Dante selber nicht getargetet werden. Wenn er stirbt, darf man dem Gegner noch eine Handkarte abwerfen. Was im Umkehrschluss bedeutet, sobald Beatrice liegt, die Karte macht einfach nur dadurch, dass sie da ist, macht sie Plus. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass man mit ihr kein Plus macht. Einfach wenn sie stirbt, es kommt der Dante, der an ihr noch dran hingeht in den Friedhof, man darf sich wieder was auf die Hand nehmen, womöglich lag noch ein Zier dran und beschwört noch einen Dante vom Friedhof. Es ist einfach lächerlich, wie gut diese Karte ist. Nur eine übrigens, weil ich nur eine besitze. Wenn ich mehrere davon hätte, würde ich zwei spielen. Platz im Extra-Deck ist allerdings auch knapp. Und zwar dadurch, das Breaksword dreimal. Man ruft es, indem man einfach zwei Level-3-Monster übereinander legt. Effekt sagt, ich hänge Material ab und habe dann den Scrap-Dragon-Effekt, also targete eine Karte auf jeder Spielfeldseite, zerstöre beide. Sollte das Breaksword sterben, darf ich zwei Phantom Knights, müssen nicht mal einen unterschiedlichen Namen haben, einfach zwei Phantom Knights vom Friedhof wählen, beide beschwören, die sind dann Stufe 4. Wenn ich diesen Effekt aktiviere, darf ich aber für den Rest des Zuges nur noch Dark Monster beschwören. Dafür sind hier zwei Targets drin. Einmal Master Key Beetle und einmal Nightmare. Nightmare sagt, wenn der Gegner Monster spezial beschwört, ein oder mehrere Monster, dann kann ich Material abhängen und das Monster verdecken als Schnelleffekt. Das geht zweimal pro Zug, weil er halt zwei Materialien hat. Und Master Key Beetle sagt, ich kann Material abhängen, um eine Karte zu wählen von mir. Die kann dann nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden. Außerdem, sollte Master Key Beetle zerstört werden, kann ich stattdessen eine der gewählten Karten zerstören. Ist halt mit Red Gloves, wenn man das entsprechend timet, ein 3500er Beatstick, der erstmal nicht durch Karteneffekte geht, was einfach nur verdammt gut ist. Dann zu den letzten paar Monstern. Wir haben Doppel-Levi hier. Ich besitze nur einen, deswegen ist hier eine Proxy. Levi hier sagt, man kann ein Material abhängen, um ein gebanishtes Monster zu specialen. Da die Phantom Knights sich alle immer wieder banishen, um ihre Effekte zu aktivieren, kann man damit einfach endlose Kombos machen. Zum Beispiel, was sehr gut geht, ist, nehmen wir an, wir haben einen Dante, sagen wir, mit dem wir was gemillt haben. Deswegen liegt der Dude im Friedhof und mit den beiden haben wir Levi ja gemacht. Kann man ihn banishen, millt sich eine Falle, also dann hier ein Fogblade. Aktiviert seinen Effekt, holt den, banisht die Falle, holt ihn und hat damit eine kostenlose Exis einfach so bekommen. Und zwar hier ein Breaksword mit 3000 Punkten in dem Fall. Und die einzige Erfordernis dafür ist,
ist die beiden Kollegen auf dem Feld und er im Grave. Und das macht dann allein schon für sich eben zwei Xyz-Monster. Deswegen ist Levi einfach nur zu gut in dem Deck. Dann die letzten zwei Karten. Nightmare Shark, ganz einfach, wenn der Gegner unter 2000 Punkte ist, ist er tot. Weil ich ihn einfach rufe, direkt mit 2000 reinrenne, I don't care about your field, und er ist tot. Und das letzte Monster, F-Zero, als einzig verbleibendes Cosmo-Out, um halt eben, wie gesagt, Dark Destroyer zu outen. Das, ein F-Zero reicht völlig. Aus dem einfachen Grund, man kann mit Hilfe von Strikes, Warning, Fogblade, kann man relativ effektiv verhindern, dass der Gegner mehr als einen Dark Destroyer auf dem Feld kriegt. Und den einen nimmt man sich halt mit F-Zero und tötet den Gegner in dem Zug. Deswegen reicht ein F-Zero völlig. Viele spielen zwei, aber wie gesagt, ich finde, dass der Platz zu wichtig ist. Und selbst wenn man in dem Push mit F-Zero das Game nicht beendet, dann ist der Gegner normalerweise so low, dass man es mit einer Combo aus Nightmare Shark plus diversen Barber-Effekten auf jeden Fall finishen kann. Ja, so viel dazu. Side-Deck habe ich jetzt hier für dieses Deck noch keins, weil ich mit diesem hier noch auf keinem Turnier war und deswegen noch nie in die Verlegenheit geraten, mir dafür ein Side-Deck bauen zu müssen. Man würde hier den üblichen Kram spielen, drei Fragrance für Pendel, drei Mask of Restrict für Monarchen, drei System Down für Cosmo, weil man hier schlecht Ironwall spielen kann. Die Monster verbannen sich ja alle selber. Und ja, und wahrscheinlich dann noch Chain Disappearance fürs Mirror-Match, irgendwie sowas. Und ja, das wär's dann. I'm gonna go get some.